Herr Sabine, die Fans im Internet haben sich am Anfang gefragt, als der Name ist, erstmal, wie spricht man ihn genau aus? Habe ich ihn gerade richtig ausgesprochen? Also Saibene sagt man eigentlich und Jeff Saibene, ja. Jetzt sind Sie hier zu Arminia gekommen. Selber schon gesagt, das ist ein großer Traditionsverein. Was bedeutet Ihnen Arminia? Wie haben Sie Arminia kennengelernt, früher aus Luxemburg und in der Schweiz? Ich kenne Arminia seit meiner Kindheit. Es war eine Riesentradition, die Bundesligaspiele früher zu schauen auf der Alm. Früher war immer was los und das ist mir geblieben. Und dass ich jetzt hier arbeiten darf, das macht mich stolz und es motiviert mich unglaublich, diese Mannschaft zu retten. Haben Sie hier schon mal ein Spiel gesehen vorher? Nein, ich war noch nie hier im Stadion, aber ich habe es jetzt das erste Mal gesehen und es ist beeindruckend und ich freue mich aufs erste Heimspiel. Die Größe der Aufgabe hier ist nicht zu unterschätzen, in 9 Spielen den Klassenerhalt zu schaffen. Gab es da bei Ihnen auch mal Zweifel oder Angst vielleicht, ob das wirklich so umsetzbar ist? Ja, das Spiel vom letzten Freitag war schon sehr entscheidend auch. Ich denke, wenn man die Mannschaft da gesehen hat, mit dieser Einstellung, mit diesem Willen, und das hat mich dann schon nochmal bestätigt, diesen Job anzunehmen, weil da hat man so viel Leidenschaft gesehen, so viel Freude am Fußballspielen und dann die Stimmung mit den Fans und so. Also da war ich mir überzeugt, diese Mannschaft werden wir retten. Sie haben eben in der Pressekonferenz gesagt, so die ersten Eindrücke der Mannschaft haben Sie schon bekommen. Wie ist das jetzt gelaufen? Muss man sich vorstellen, viele Telefonate mit Co-Trainer Carsten Rump oder einfach Fernsehbilder? Ja, Fernsehbilder und einen Kontakt mit Carsten wird es jetzt geben nach der Pressekonferenz und dann ja, werden wir uns intensiv unterhalten müssen. Jetzt kommt die Länderspielpause wahrscheinlich genau recht, um jetzt einzusteigen und die Mannschaft dann entsprechend vorzubereiten, vermute ich mal. Das ist perfekt. Am Mittwoch spielen wir Freundschaftsspiel in Wolfsburg und dann bleiben noch 10 Tage bis Würzburg. Ist eigentlich perfekt. Alles klar, vielen Dank. Vielen Dank. Gerrit Meinke, gerade Jeff Sabine vorgestellt, der dritte Trainer diese Saison. Was ist die Hoffnung, was mit ihm gelingen könnte? Ja, Jeff Sabine hat in den Gesprächen einen hervorragenden Eindruck hinterlassen. Er hat halt Erfahrung im Abstiegskampf in der Schweiz gesammelt, hat dort Abstiegskampf erfolgreich bestritten. Ist ein sehr erfahrener Trainer. Ich mag insbesondere seine ruhige Art, ruhige Ansprache, die er sicherlich auch an die Spieler entsprechend richten wird. Er ist ein Typ, der hier nicht alles über den Haufen werfen wird. Die Basis ist einfach das gute Spiel jetzt gegen Kaiserslautern mit dem entsprechend positiven Ergebnis. Er wird sich insbesondere mit Carsten Rump und Sebastian Hille austauschen und auch auf deren Erfahrungen einfach setzen. Ja, und ich denke, dass in dieser Konstellation wir zumindest die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass wir unser Saisonziel erreichen, nämlich den Klassenerhalt. Jetzt wurde eben bekannt, es ist erstmal ein Vertrag bis Saisonende. War das bewusst so, um nicht weiterzudenken, auch weil Herr Sabine vielleicht sagte, dritte Liga müsste sich mal überlegen oder woran lag es? Wir haben uns relativ schnell darauf verständigt, jetzt erstmal nur die 9 Spiele zu machen, dementsprechend Vertrag bis 30.06.17. Wenn es denn am Ende des Tages, so wie wir alle glauben, erfolgreich sein sollte, dann wird Herr Saibene sicherlich unser erster Ansprechpartner sein. Den anderen Fall, den möchte ich jetzt noch gar nicht betrachten. Alles klar, vielen Dank. Bitte.